Zweiter Tag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Liebe des Herzens Jesu. Erstens, die Herz-Jesu-Andacht entspringt aus der Liebe als ihrem Prinzip. Wir haben schon gehört, wie Jesus zu Heilige Gertrud sprach. Aus der Liebe meines Herzens sind deine Schriften hervorgegangen. Ich will, dass sie ein Zeugnis der Liebe für die letzten Zeiten seien, um die Seelen meinem Herzen zu gewinnen. Als einst am Karfreitag die Schwestern die Verehrung des Heiligen Kreuzes vornahmen und die heilige Mechthild beim Küssen des Kruzifixes an die Seitenwunde gekommen war, sagte der Herr zu ihr: In dieser Wunde der Liebe, so groß, dass sie Himmel und Erde umfasst und alles, was darin ist, vereinige deine Liebe mit meiner göttlichen Liebe, damit sie da vollkommen werde und sich mit ihr, wie das glühende Eisen mit dem Feuer, zu einer Liebe vermische. Offenbarung der heiligen Mechthild. Ein anderes Mal sah sie dem Herrn die Wunde seines liebreichsten Herzens öffnen, und er sprach zu ihr: Siehe, an die ganze Größe meiner Liebe vermisst sie nach den Worten, die ich an meine Brüder richtete. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Johannes 15, 9. Hast du jemals Worte gehört, die eine stärkere oder innigere Liebe ausdrückten? Offenbarung der heiligen Mechthild. Erwägungen. Im Prinzip der Herz-Jesu-Andacht, das Prinzip der Herz-Jesu-Andacht ist die Liebe. Das heißt, das göttliche Herz-Jesu will uns diese Andacht schenken, als die letzte große Tat seiner Liebe und als die vollkommenste Gabe, die er uns könnte zuteilwerden lassen. Die Liebe will sich ganz hingeben, bis zum Ende der Zeiten, bis an die Grenzen der Erde, bis zur äußersten Grenze der Liebe. Die Liebe will jetzt die Welt wieder erwärmen, da die Liebe und Hingabe in derselben erkaltet ist. Die Liebe ist gekommen, Feuer auf die Erde zu bringen, und sie will gegen das Ende der Zeiten dieselbe neu entzünden mit ihren Flammen. Die Liebe will mehr Liebe spenden als empfangen, denn das ist das Gesetz der Liebe. Jesus will ein letztes Mal den undankbaren Menschen bezeugen, wie er sie liebe. Er will sie an sein Herz drücken, ihnen alles, was er für sie getan hat, ins Gedächtnis rufen. Er will noch einmal versuchen, ihre Herzen zu erweichen und sie zu retten. Zwar verlangt er Gegenliebe, und die Klage über seine missgönnte Liebe ist sehr bitter für ihn, aber er hat wenigstens alles getan, was an ihm ist. Und wenn er nicht von allen geliebt wird, so hat er sicher uns alle geliebt. Das ist der Grund, warum der liebreiche Heiland will, dass die Andacht zu seinem Herzen jetzt überall hindringe. Äußerlich sieht man sie auch schon überall. Allerwärts findet man Bilder des heiligsten Herzens. Man verrichtet mannigfache Andachtsübungen und begeht feierliche Feste zu seiner Ehre. Aber das genügt nicht. Die Liebe muss in das Innere hineindringen. Das Feuer muss das Innerste unserer Herzen ergreifen. Ignem veni, mittere in terram, Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden. Die Liebe Jesu muss uns in sich umgestalten, wie das Feuer das Eisen in sich umgestaltet, auf dass der Herr sich mit diesen seinem himmlischen Vater darbringen könne. Eins mussten die Opfer vom Feuer verzehrt werden, damit sie zu
zu einem süßen Wohlgeruche gegen Himmel stiegen. Jetzt muss die Kirche vom Feuer der Liebe verzehrt werden, damit sie als heiliges Opfer, das mit Jesus sich hingegeben, am Schlusse ihrer Hinopferung zum Himmel steige. Ja, der Herr will aus unseren Seelen ebenso viele Schlachtopfer der Liebe machen, verzehrte gleich ihm von jenen Flammen der Liebe, die aus seinem göttlichen Herzen herausschlagen. Dadurch soll die Liebe Sühne bewirken für unsere Zeit, die nicht mehr liebt. Die Liebe unserer Herzen soll mehr und mehr die Seelen unserer Mitmenschen gewinnen und sie zu einer Liebe mit uns vereinen, damit die Liebe unser Opfer vollende und uns im Himmel des höchsten Gutes würdig mache, welches der Mittelpunkt aller Liebe ist und welchem notwendig alle Herzen zustreben müssen. Nutzanwendung. Erstens Liebe und Aufopferung. Das eine ist nicht von dem anderen zu trennen. Die Liebe ist eine Flamme, die ein Opfer verzehren will, und die Aufopferung wird nur in der Flamme der Liebe vollzogen. Möchten wir ein solches Opfer sein und uns von dieser heiligen Opferflamme verzehren lassen? Denn die Liebe ist Gott selbst. Die Aufopferung ist die Heiligung, die Vergöttlichung. Das Opfer ist vollendet, wenn die Seele mit Gott vereint, in Gott verloren, in Gott umgestaltet ist. Zweitens, Vertrauen zu jeder Zeit. Was sollten wir fürchten? Die Liebe ruft uns. Die Liebe gibt alles, sorgt für alles, tut alles. Die Liebe kann nur Gutes wollen. Unmöglich kann man der Liebe anders als mit Vertrauen antworten. Und da eine Liebe ohne Grenzen uns einladet, wollen wir auch mit einem Vertrauen ohne Grenzen entgegenkommen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Zweitens, der Gegenstand der Herz-Jesu-Andacht ist die Liebe zum göttlichen Herz-Jesu, vorzugsweise in seinem Leiden und in der Eucharistie. Die Liebe des Herzens Jesu hat sich der heilige Gertrud vorzüglich in den Geheimnissen seines Leidens und im Sakramente des Altars geoffenbart. Eines Tages, als Gertrud ihr Kruzifix liebevoll gefasst hielt und es küsste, sprach der Herr zu ihr: Jedes Mal, wenn der Mensch dieses tut oder nur mit Andacht ein Kreuzbild anblickt, lässt die göttliche Barmherzigkeit ihr Auge auf seine Seele ruhen. Der Mensch müsste alsdann in seinem Herzen denken, dass folgende liebreiche Worte an ihn gerichtet werden: Siehe, wie ich aus Liebe zu dir wollte ans Kreuz genagelt werden, nackt, entstellt, mit Wunden bedeckt, alle Glieder gewaltsam ausgestreckt, und mein Herz liebt dich mit solcher Heftigkeit, dass ich, wenn es zu deiner Rettung nötig wäre, gern für dich allein alles noch einmal leiden würde, was ich für das Heil der ganzen Welt habe leiden können. Jesus offenbarte dann der heiligen Gertrud die Liebe seines göttlichen Herzens im heiligsten Sakramente des Altares. Meine Wunde ist es, bei den Menschenkindern zu weilen. Um meiner Liebe zu genügen, habe ich dieses Sakrament eingesetzt. Ich habe mich verpflichtet, in demselben zu bleiben, bis ans Ende der Welt. Und ich habe gewollt, dass man es oft empfange. Wer eine Seele von der Kommunion abhält, der verhindert die Wonne meines Herzens. Ich habe alles getan, um in der Eucharistie die zärtliche Liebe meines Herzens zu offenbaren. Wenn ich, hingerissen von der Heftigkeit meiner Liebe durch die Kommunion,
zu einer sehr Eingehe, übergebe, überhäufe ich dieselbe mit Gütern und alle Bewohner der Erde, alle Seelen des Fegefeuers, fühlen in demselben Augenblick irgendeine neue Wirkung meiner Güte. Erwägungen. Der eigentliche Gegenstand der Herz-Jesu-Andacht ist die Liebe des Heilands, wie sie sich vorzugsweise in seinem Leiden und im heiligsten Sakrament des Altares offenbart. Das ist sowohl der sinnlich wahrnehmbare als der unsichtbare Gegenstand unserer Liebe. In Speech et Fac Secundum Exemplar, Exodus 25, 40. Blicke hin und tu nach dem Muster, das dir gezeigt wird. Blicke hin und tue nach dem Muster, das dir gezeigt. Blick hin, das ist der würdigste Gegenstand deiner Aufmerksamkeit. Möchte er dir deine Blicke anziehen, dass dein Herz sich auf immer daran hefte? Möchte sich dein Sinnen und Denken derart darin versenken, dass du nur mehr ihn kennst und die Mahnungen der Liebe, die er dir gibt? Möchte er sich so tief in dein Gedächtnis eingraben, dass er dir stets gegenwärtig wäre? Möchte er sich deine Einbildungskraft einprägen, um sie zu reinigen und zu heiligen? Möchte er alle Kräfte deiner Seele durchdringen, um sie alle zu leiten nach dem Gesetze der Liebe? Blicke auf ihn, denn er blickt auf dich mit solcher Barmherzigkeit und Liebe. Blicke auf ihn, denn er hat über die Erde erhoben werden wollen, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Blicke auf ihn, denn durch diesen Blick wirst du von deinen Wunden und Schwächen genesen, wie einst die Israeliten beim Anblick der ehernen Schlange. Blicke auf ihn, denn er ist unser Licht, unser Lehrer und unser Führer auf dem Wege des Heils. Tue nach seinem Beispiele. Liebe, denke, lebe wie er. Denn er ist das den Auserwählten von Gott, dem Vater vorgestellte Muster. Er ist die Weisheit Gottes selbst, unter den Menschen erschienen, um sie zu unterrichten. Er ist die Kraft Gottes selbst, abgesandt, um uns zu retten. Er ist unser göttliches Haupt, mit dem du verbunden bleiben musst. Welche Lehre gibt er uns nun? Welches Beispiel bietet er uns zur Nachahmung? Er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Die Liebe des Herzens Jesu ist keine unfruchtbare Liebe. Sie hat sich in seinem Leiden gezeigt, dass er in der Eucharistie tief fortsetzt und jeden von uns zunutze macht. Dilexit me et traditice. Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Er hat mich geliebt, er liebt mich noch, er will mich immer lieben und er wird nie aufhören, sich für mich hinzugeben, aufzuopfern. Das ist die Liebe, das ist das Herz Jesu. Auch ich möchte gleich dem Apostel, der sich durch die Liebe des Herzens Jesu getränkt fühlte, nur eines mehr sehen, nur von einem noch wissen, von dem gekreuzigten Jesus. Ich möchte mich auf ewig verbergen in diesem göttlichen Herzen, das am Kreuze für mich geöffnet worden ist. Ich möchte mit ihm mich hingeben und opfern für Gott und meine Brüder, mich verzehren in seinen Flammen, mich auf ewig versenken in das Meer seiner Liebe. Ja, Herr, mache, dass es so werde. O göttliche Liebe, tue das, und zwar bald. O göttliche Liebe, versenke mich mit dir in das Herz des gekreuzigten Jesus, damit alles Gemeine und Unedle
meine Natur durch seine Flammen verzehrt werde und ich nur durch sein heiliges Leben weiterleben möge. Versenke mich in das Herz des eucharistischen Heilandes, damit meine Aufopferung mit der Seinen stets fortdauere, damit ich mit ihm auf ewig ein Opfer der Anbetung, des Lobes und der Liebe sei. Nutzanwendung. Wir wollen oft unseren Blick auf das Kruzifix richten. Einen Blick der Liebe, der hineindringt ins göttliche Herz und es durch die Liebe verwundet, wie es so oft durch die Sünde verwundet wird. Er hingegen wird mit seinen barmherzigen Augen einen Blick auf uns richten, der mehr und mehr unsere Liebe entzündet. Blicken wir auf das Kruzifix, indem wir uns vorstellen, als seien darum in flammenden Buchstaben die Worte der Liebe geschrieben. Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Ja, für mich, als wäre ich allein auf der Welt. Und wenn es nötig wäre, würde er sich noch einmal für mich hingeben, um mein Herz zu gewinnen. Ihm allein gehöre also meine ganze Liebe. Zweitens, machen wir unsere Aufopferung zu einer immerwährenden, wie die des Erlösers es ist. Schließen wir uns ein in das Herz Jesu im Heiligen Sakrament. Da ist das Heiligtum, wo das Opfer beständig dargebracht werden muss. Hier wird Gott das Lobopfer dargebracht zu seiner Ehre. Von hier ergießen sich die Strahlen des fürbittenden Gebetes über die ganze Kirche zur Rettung der Seelen. So werden wir das göttliche Herz Jesu trösten, dessen Wonne es ist, bei den Menschenkindern zu weilen. Rückblick, der geistige und hauptsächliche Gegenstand der Herz-Jesu-Andacht ist die Liebe des Herrn, die sich für das Heil der Menschen hingibt, besonders durch das Leiden und das heiligste Sakrament des Altares. Der sinnliche Gegenstand ist das Herz Jesu, dieses wahre und wirkliche Herz aus Fleisch und Blut, das mit den göttlichen Worten persönlich vereinigt ist, das in allen unseren Tabernakeln lebt. Dieses Herz ist das Sinnbild der grenzenlosen Liebe, die Jesus Christus für jeden von uns hegt, der flammende Herd der Liebe, womit er die Erde entzünden will, der Zufluchtsort aller betrübten Herzen, die Quelle der Wonne für unsere Seele und die Quelle aller Gnaden und nicht desto weniger mit Bitterkeit getränkt durch die Gleichgültigkeit und Undankbarkeit der Menschen. Eine mittelbare Verehrung sollen wir dem Bilde des Herzens Jesu Mages als Erinnerungszeichen seines Leidens oder seines eucharistischen Lebens dargestellt sein. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gibt.